Wenn ich einen Motorradfahrer vorfinde, der noch seinen Helm anhat, dann ist das Erste, was ich machen muss, einmal zu gucken, ob es natürlich ansprechbar ist. Das kann ich wie auch vorhin bei der stabilen Seitenlage machen, indem ich erstmal die Schulter anfasse, sage: Hallo, geht's Ihnen gut? Ich öffne das Visier, schaue einmal kurz, ob irgendwas in Ordnung ist. Hier ist tatsächlich erstmal noch nicht möglich, eine ganz normale Atemkontrolle durchzuführen, weshalb der Helm tatsächlich erstmal abgenommen werden muss. Das heißt, mein Ziel ist es jetzt erstmal, dass ich mich an den Kopf des Patienten bewege, dort dann einmal bisschen den Kopf nach hinten neige, sofern ich nicht an den Riemen drankomme, und den einmal öffne. Hierbei ist zu beachten, dass es unterschiedliche Systeme gibt. In der Regel gibt es immer irgendeine farbig markierte Schlaufe oder irgendwas dergleichen, woran ich ziehen kann oder drücken kann, sodass der Riemen sich öffnet. Habe ich gar keine Möglichkeit, das Ding aufzumachen, habe ich immer noch die Möglichkeit, aus meinem Verbandkasten die Schere zu nehmen und den Riemen dadurch zu öffnen. Gut, habe ich diesen Punkt gemacht, ist mein nächstes Ziel natürlich, den Helm weiterhin abzunehmen und zusätzlich den Kopf zu stabilisieren. Das heißt, ich möchte Bewegungen, die nach links oder rechts gehen, relativ großartig vermeiden. Heißt also im Umkehrschluss, ich greife am besten in die Seite des Helmes einmal rein und ziehe in Längsrichtung diesen Helm relativ geradlinig einmal ab. Dabei kann ich den Helm so ein bisschen auseinanderziehen, um sozusagen hier noch etwas mehr Platz zu schaffen, damit der Helm leichter abgeht. Dabei ist zu beachten, dass die Nase gerne im oberen Teil des Helms einmal sozusagen ein bisschen hängen bleibt. Und damit ich das verhindere, müsste ich einmal den Helm gegebenenfalls über diese Nase einmal drüber ziehen. So. Wenn der Helm schon so weit ab ist, dass ich tatsächlich hier unten einmal in den Nacken reingreifen kann und ich dann vielleicht sogar hier oben in den Helm gegend reingreifen kann, um den Helm komplett abzuziehen, das heißt, es handelt sich nur noch so um die letzten paar Zentimeter, dann sollte ich das auch tun, damit der Kopf nämlich nicht ganz zum Schluss einen Satz nach unten macht und auf den Boden aufschlägt. Dann ziehe ich weiter am Helm einmal hoch. So. So, und kurz bevor der Helm ab ist, müsste ich noch auf alle Fälle sicherstellen, dass der Griff am Nacken korrekt ist. Dann kann ich den Helm mal weglegen, den Kopf auf den Boden ablegen. Am besten immer noch weiterhin festhalten. Da ich jetzt aber allein unterwegs bin, müsste ich den Kopf tatsächlich einmal loslassen, würde mich jetzt an die Seite des Patienten begeben und die gleichen Schritte vollführen, die man dann bei der stabilen Seitenlage hat. Sprich eine Atemkontrolle und dann gegebenenfalls die stabile Seitenlage.